Euer Geldbeutel in Skull & Bones ist mal wieder leer, aber ihr braucht eigentlich ein bisschen Silber, um eure alte Fregatte zu reparieren oder die nächste Schnellreise anzutreten. Gar kein Problem. In diesem Video zeige ich euch eine sehr einfache Farmroute, auf der ihr jede Menge Silber sammeln könnt und außerdem noch Materialien, Munition und anderen Stuff bekommt. Dazu müsst ihr nicht mal kämpfen und ihr könnt das Ganze sogar theoretisch direkt am Anfang des Spiels machen, wo man eh noch nicht mit Silber zugeschüttet wird. Die Farmroute findet ihr leicht östlich von St. Anne. Dafür müsst ihr übers offene Meer und ich würde euch empfehlen, wenn ihr es noch nicht habt, hier erstmal den Außenposten Schrei der Parroja freizudecken. Denn der Außenposten liegt sehr nah an der Farmroute dran und von dort aus könnt ihr dann auch schnell reisen bzw. eure Beute erstmal ablegen. Von dem Außenposten aus bewegen wir uns nur ein kleines Stück gen Süden und zwar genau zu dieser Stelle hier. Hier sieht man schon auf der Map, dort liegen unglaublich viele Schiffswracks aneinandergereiht. Und dieses Schiffswrack hier würde ich mir markieren. Von da aus startet unsere Reise, denn laufen wir einmal hier unten die ganzen Schiffswracks ab, gehen einmal rüber an diese Küste, nehmen diese zwei mit, haben hier noch zwei Schiffswracks und können dann wieder von vorne anfangen. Bevor wir starten, schauen wir uns noch einmal kurz an, was ich dabei hatte, bevor ich die Route gestartet habe. Das sind hier einmal knapp 5800 Silber und im Inventar hatte ich nur Dinge zum Essen und zum Schießen und ein bisschen Reparaturkrams. Damit geht meine Reise los. Also begeben wir uns einmal zum Start der Route. Das Einzige, was ihr theoretisch braucht, ist eine gute Brechstange, damit ihr die Schiffswracks auch knacken könnt. Der Rest ist relativ egal, weil wenn man sich in diesem Gebiet ein wenig benimmt, bekommt man auch keine Probleme. Man sollte also nicht irgendeinen der Wachtürme dumm anschießen oder sich mit anderen Schiffen anlegen, dann sollte man relativ problemlos hier durchkommen. Es kann immer mal wieder sein, dass man eventuell auf Freibeuter trifft. Das ist auch die einzige Schwierigkeit an dieser Farmroute. Dann würde ich mich, wenn ich noch relativ früh im Spiel wäre, vielleicht erstmal aus dem Staub machen. Aber wie gesagt, das kommt eher selten vor. Und ansonsten braucht ihr eben nur eine vernünftige Brechstange. Also beginnen wir hier einmal mit der Route. Hier starten wir dann einfach und fangen an, das Wrack zu öffnen. Danach sehen wir schon, das ist noch nicht mal ein großes Wrack. Wir bekommen hier 289 Silber, sogar ein paar Kanonenkugeln, Reparaturset und noch jede Menge Materialien. Wenn wir das Wrack dann geknackt haben, geht es einfach weiter. Und man sieht hier schon, wie nah die Wracks aneinander liegen. Natürlich nehmen wir auch alles mit, was im Wasser liegt, was wir plündern können. Hier beim nächsten Wrack sehen wir schon, da gibt es noch mal mehr Materialien. Es können auch immer mal seltene Materialien oder seltene Waren mit in diesen Wracks drinne sein, wodurch ihr im Nachgang, wenn ihr sie verkauft, dann ja noch mal mehr Kohle bekommt, beziehungsweise die Materialien, die können wir später noch mal brauchen. Wie gesagt, man sieht hier schon ganz gut, die Wracks sind wirklich aneinander aufgereiht. Das sind jeweils nur wenige Meter und wenn man dann irgendwann mal diese Route einigermaßen gut verinnerlicht hat, kann man sie, würde ich sagen, ins circa 5 Minuten abfahren. Man sollte sich hier halt nicht mit den Einheimischen anlegen, das habe ich auf meiner ersten Tour hier direkt gemacht und bin dann auch mal eben versenkt worden. Wenn man sich ruhig verhält, dann geht das Ganze ganz gut. Mittlerweile sind wir hier nun auch an der Spitze der kleinen Insel angekommen. Knacken nochmal das letzte Wrack, da hat man auch gesehen, da gab es auch nochmal seltene Materialien, die ihr für euer Schmugglerparadies verwenden könnt. Und wenn ihr hier dann fertig seid, geht es einfach einmal rüber auf die andere Seite, quasi ans Festland, weil dort holen wir uns dann direkt das nächste Schiffswrack. Wenn wir denn hier am Festland angekommen sind, knacken wir die nächsten Wracks. Ein netter kleiner Nebeneffekt ist, dass hier auch Bäume am Ufer stehen. Die können wir natürlich auch noch mitnehmen, um nochmal ein bisschen mehr Materialien aus dieser Nummer rauszuholen. Thank you.
Das Schöne ist, wenn wir dann hier das letzte Wrack geknackt haben, können wir direkt wieder rüber zur Insel fahren und beim ersten Wrack starten. Das sollte nämlich mittlerweile nachgespawnt sein. Wie gesagt, für die ganze Runde würde ich sagen, wenn man gut ist, schafft man die in 5, vielleicht sogar unter 5 Minuten. Und in der Regel ist das erste Wrack dann immer schon wieder nachgespawnt, sodass ihr direkt weitermachen könnt. Wenn wir jetzt einmal in mein Inventar gucken, sehen wir, ich habe mittlerweile über 10.000 Silber, also knapp 5.000 Silber auf einer Runde gemacht. Jede Menge Mets dabei und jede Menge Waren, die ich auch nochmal verkaufen könnte, wodurch ich dann eben noch mehr Kohle verdienen würde. Also kann man das Ganze runterbrechen, dass ihr in knapp 5 Minuten auf jeden Fall roundabout 5000 Silber macht, plus die Materialien bzw. Waren, die ihr noch verkaufen könnt. Da könnt ihr nochmal ordentlich was draufrechnen. Wenn ihr diese Route nun mehrfach hintereinander fahrt, könnt ihr in kürzester Zeit jede Menge Kohle machen, was insbesondere dann sinnvoll ist, wenn ihr vielleicht gerade auf ein neues Schiff oder ähnliches spart. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr ganz einfach wieder zum Außenposten in der Nähe fahren. Von dort aus könnt ihr dann die Schnellreise nutzen bzw. erstmal eure Waren in eurem Versteck verstauen und habt die dann safe. Die Materialien, die wir auf der Tour gesammelt haben, können wir nun auch wieder sinnvoll reinvestieren, um uns an anderer Stelle vielleicht Kohle zu sparen. Wenn wir mit diesen Materialien nämlich zum Zimmermann gehen und dort auf den Reiter ganz rechts gehen, können wir uns Reparaturkits herstellen. Und für diese Reparaturkits benötigt man eben genau die Materialien, die wir gerade eingesammelt haben. Hier für das ganz einfache Reparaturset braucht ihr halt nur Altmetall und geplündertes Holz. Und das haben wir gerade zur Genüge mitgenommen. Wenn man dann noch rüber zum Schmied geht, kann man dort auch noch Munition herstellen. Wenn wir uns das Ganze hier mal im Falle der Kanonenkugeln ansehen, sieht man, dort brauchen wir auch wieder einfach nur Altmetall. Also können wir uns auch noch Kanonenkugeln und anderes beim Schmied herstellen. Von daher lohnt sich das Ganze doppelt. Ihr verdient jede Menge Silber, ihr bekommt Waren, die ihr verkaufen könnt und Materialien, mit denen ihr euch Munition und Reparaturkits herstellen könnt, sodass ihr diese nicht kaufen müsst. Welche Farmmethoden benutzt ihr am liebsten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Skull & Bones versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.